Wir sind hier im traditionellen Handwerksbetrieb in Riesa, der Bäckerei Schneider. Ein Familienunternehmen in der zweiten Generation an diesem Standort und ein sehr erfolgreiches. In den letzten Jahren hat sich nach der Übernahme der Umsatz um 30-40% erhöht und ebenfalls die Mitarbeiterzahl um 50%. Ein junger Mann in der Familie ist nicht gleich in die Bäckerei eingestiegen, in die Familienunternehmen, sondern ist zum Studium geschickt worden. Er hat es also übernommen, hat IT studiert und dann wollte er wieder Bäcker werden. Eine ungewöhnliche Geschichte. Kinder haben das ja ganz urplötzlich übernehmen müssen, weil mein Mann sehr schwer erkrankt ist. Und in der Nacht der Diagnose ist er von Leipzig hierher gekommen und eigentlich nie wieder gegangen. Mein Vater war ja sofort raus aus dem Betrieb, von heute auf morgen. Da reingeboren. Das ist nicht das Problem. Die Arbeit ist nicht das Problem. Die ökonomischen Rahmenbedingungen sind die, die es erfordern. Im Großen und Ganzen haben wir uns gut zusammengerauft. Auch dank des guten Teams. Wir sehen zu, dass das Backen funktioniert und du guckst, dass wir irgendwie die Kurve kriegen. Die Denkweise, sage ich mal, das ist das, was aus dem betriebswirtschaftlichen Studium entscheidend ist. Neue Ofentechnik ist der Schlüssel. Ja? Um die Platzprobleme, die wir ja unübersehbar haben, anders zu gestalten. Ja. Einen neuen Ofen, den zweiten Ofen zu ersetzen durch eine Kälteanlage. Wir müssen es erst auf dem Papier in den Rahmen bringen, dass es richtig funktionieren kann und dann machen wir es einfach. Ich wünsche ihm Glück und vor allen Dingen in dem Fall auch Nachhaltigkeit und Durchhaltevermögen, weil die Regionalität und die Qualität, die zahlt sich langfristig immer aus. Ein kleines, tolles Unternehmen, richtiger Handwerkbetrieb. Man wünscht sich nur, er hat ständig Erfolg.